Hier sollen auch in Zukunft Weltmeister gemacht werden. Die Sportschule Malente erstrahlt in frischem Glanz. Als Uwe Seeler Fußballpark im April eröffnet, soll der sportliche Ruhm glorreicher Tage in die Gegenwart befördert werden. Der Mythos bleibt weiterhin bestehen. Erstmal haben wir hier den Geist von Malente, der wurde hier 1974 geboren. Dieser Geist, der schwebt immer noch durchs Haus. Ich habe es neulich in einer Tagung ganz lustig gesagt, wenn wir jetzt hier den Rundgang durchs Haus machen und Sie verspüren irgendwo eine Kälte, denn es ist nicht dem geschuldet, dass die Heizung ausgefallen ist, sondern es ist gerade der Geist von damals an Ihnen vorbeigeschwebt. Malente hat den Erfolg des deutschen Fußballs geprägt, genau wie Ausnahmetalent Uwe Seeler. Es gibt keinen besseren Paten für den traditionellen Standort. Geradlinig und bodenständig wie uns Uwe. So will sich der Fußballpartner in Zukunft präsentieren. Die Legende bekommt sein eigenes Zimmer, natürlich mit Blick auf den Kellersee. Also ich finde es wunderbar und früher hätten wir von solchen Zimmern geträumt. Und ich weiß nur nach dem Training, wenn ich hier Mittagsschlaf gemacht hätte, da hätte ich wirklich zwei Wecker gebraucht, die mich wieder wach machen. Weil ich glaube, hier kann man sehr gut schlafen. Hier wird Fußball erlebt und gelebt auf gehobenem 3-Sterne-Niveau, sodass keine Wünsche offen bleiben. 38 neue Zimmer, ein brandneuer Wellnessbereich und zahlreiche Konferenzräume. Der Fußball bestimmt aber weiterhin das Leben im Sportpark. Doch in Zukunft sollen die Tore nicht nur für Fußballer geöffnet werden. Der Uwe Seeler Fußballpark ist das Mekka der Ausbildung für unsere Spieler, für unsere Schiedsrichter, für unsere Trainer. Aber wir wollen, das haben Sie ja im Laufe des Tages hier heute gehört, natürlich auch ein zweites Standbein aufbauen. Wir wollen damit in die Vermarktung gehen für Unternehmungen, für Behörden, aber auch für private Feiern. Schlafen, trainieren und in den Taktiktempeln Geschichte schreiben. Von der Mannschaftsbesprechung bis hin zur Aufsichtsratssitzung. Hier ist alles möglich. Hier sind wir im Taktikraum. Der Taktikraum war früher schon ein ganz kleiner Konferenzraum mit einem großen ovalen Tisch. Und das, was hier früher entschieden wurde von verschiedenen Verbandsfunktionären, aber auch von Trainern, was die hier an Geist gelassen haben, das möchten wir ein bisschen auch für die Zukunft erhalten und diesen Geist, der hier geboren wurde, nicht vernachlässigen. Deswegen haben wir gesagt, dieser Raum wird erhalten, so wie er ist. Wir haben einen kleineren Tisch hier reingestellt, an dem zukünftig Trainer sich zusammensetzen können, vielleicht mit den Vereinsmanagern zusammen und auch da mal eine Taktik für die Zukunft festlegen können. Aber auch, dass sich verschiedene Teilnehmer aus den Kursen, die wir hier in Malente im Uwe Seeler Fußballpark anbieten, auf unsere gemütlichen Ohrensessel setzen und vielleicht aus der Bibliothek ein Buch nehmen können, um sich da zu belesen und ein bisschen fortzubilden. Trotz Modernisierung und neuem Charme, der berühmte Geist von Malente ist auch heute noch im Fußballpark präsent und wacht über die Erfolge vergangener Glanzzeiten. Die Erinnerungen, die kommen halt direkt wieder, wenn ich in den Wald hinter der Sportschule blicke. Ich glaube, ich kenne immer noch jeden Baum, weil wir da jeden Morgen 1990 zum Waldlauf unterwegs waren, vor dem Frühstück schon. Also da durfte ich als Pressesprecher damals mitlaufen und es hat ja was gebracht. Die Mannschaft ist Weltmeister geworden. Der Uwe Seeler Fußballpark, eine moderne Kulisse gepaart mit der idyllischen Umgebung der holsteinischen Schweiz. Beste Voraussetzungen, um hier große Momente zu erleben. Alle Informationen rund um den Uwe Seeler Fußballpark finden Sie auf www.usfp-malente.de.